Es kommt darauf an. Manchmal spontan. Ich hatte einen Fall von einem Kind, was zum Beispiel vom Naturwesen besetzt war, im Wurzelchakra. Ich habe das entfernt, diese Besetzung dieses Naturwesens. Das Kind war 5 Jahre alt, hat nicht gesprochen, nichts. Und also war auf dem Stand vom Dreijährigen ungefähr. Die Eltern haben sich halt Sorgen gemacht, weil es muss demnächst in die Schule. Ja, so sofort. Es hat sofort angefangen zu sprechen, war aber total aggressiv gewesen. Also musste erstmal ganz viel unterdrückte Energie rauslassen. Also war sofort Effekt gewesen. Ja. Manchmal muss man gucken, also ne, bei diesem Beispiel von der Frau war es jetzt so gewesen, ich habe 2 Behandlungen gebraucht, bis die Schmerzen weg waren, ja, die Herzschmerzen. So, man muss immer gucken, ja. Man kann es nie so pauschal sagen. Es ist nicht ganz so einfach natürlich, ich weiß jetzt nicht, wie, also das, über was ich hier spreche, ist wie Aurachirurgie, ja, feinstoffliche Operationen, die manchmal nicht so einen 1-zu-1-Effekt haben wie jetzt bei groben physischen Operationen. Aber man wird es relativ schnell merken. Beziehungsweise muss ich auch dazu sagen, wenn ich behandle und richtig Behandlung mache, dann mache ich meistens sehr tiefe Behandlungen. Das heißt, ich gehe nicht nur hin, jetzt wie hier, mal, dass ich in 10 Minuten so schnell Heilung mache, sondern ich versuche tief in die Systeme reinzugehen und den ganzen Hintergrund auch noch zu klären. So was dann bewirkt, dass ein Heilungsprozess eintritt, der 2 Wochen lang ungefähr abläuft, ja, wo man erst nach 2 Wochen sagen kann, okay, jetzt der Endstand erreicht. Ist was anderes als jetzt nur symptomatische Behandlung, dass ich jetzt einfach nur irgendwelche Energien rausschmeiße. Aber es ist ähnlich wie im Ayurveda, wo wir sagen, alle Therapien, die wir im Ayurveda machen, auf der einen Seite wollen wir Krankheiten beseitigen und machen Therapien gegen Krankheiten. Ja? Auf der anderen Seite versuchen wir aber auch grundsätzlich das System so zu stärken, dass die Krankheit nicht wieder zurück kann. Weil ansonsten kann es auch sein, du entfernst eine geistige Energie und die ist 2 Tage weg und kommt wieder. Ja, das ist durchaus möglich. Also deswegen versuche ich auch den Hintergrund auch mit zu klären, so dass das jetzt gar nicht wieder zurückkommt. Und manchmal ist es auch erforderlich, dass mehrere Prozesse braucht. Also ich arbeite auch selbst geistig, energetisch, psychologisch sehr ausgedehnt. Ja, ich arbeite nicht nur Schamanen, ich mache auch Rückführungen, ich mache innere Kindprozesse, ich mache Geburtsprozesse, ich mache Hypnose-Coaching, ich mache all diese Sachen so, weil ich schon einen wichtigen Schlüssel einfach sehe zur Gesundheit im Unterbewusstsein, ja, auch so, und kann sagen, damit decke ich relativ viel ab mit dem Ayurvedischen noch im Hintergrund und meinem Verständnis von Nährstoffen und so weiter. So kann ich schon sehr, sehr viele Sachen abdecken, aber trotzdem wird es immer einzelne Sachen auch geben, denen man nicht helfen kann. Aber ich kann trotzdem auch sagen, glaube ich, und die, die mich kennen, die wissen, dass zu mir kommen alle die, die überall anders schon waren und keine Hilfe bekommen haben, und viele bekommen Hilfe, ja, weil, wie gesagt, noch ein paar mehr Dimensionen einfach mit drin sind im Boot. Ja.